Die Europäische Union hat ja gerade ein neues Regelwerk vereinbart. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Politik da auch klar macht, es gibt riesige Chancen mit der Digitalisierung. Auch klar macht, das Internet geht nicht mehr weg, es bleibt. Und die künstliche Intelligenz kann Teil einer Lösung sein für die Bereiche, wo wir gerade noch ohne Lösung dastehen. Aber eben auch klar macht, wir gestalten das im Sinne der Menschen. Egal, wo künstliche Intelligenz eingesetzt wird, ob im klassisch-technischen, also in den Produktionsprozessen, in Fabriken, wo automatische Ängste entstehen bei den Beschäftigten, werde ich und meine Arbeitskraft jetzt ersetzt durch künstliche Intelligenz, klarzumachen, darum geht es nicht, sondern es geht darum, die einfachen, ganz einfach zu automatisierenden Techniken der künstlichen Intelligenz anzubieten, der das beizubringen, damit sie das übernimmt, damit wir die wenigen Arbeits- und Fachkräfte, die wir durch die Demografie hier in Nordrhein-Westfalen haben, dann auch weiterqualifizieren und denen weiterhin gute Tätigkeiten anbieten können. Aber auch sehr sensibel natürlich, eine Chance für uns als Menschen ist, wenn wir als Patientin davon profitieren können, dass künstliche Intelligenz zum Beispiel im Notfall heute schon ganz wertvolle Dienste leisten kann. Und das so zu verbinden, dass man sagt, das wird immer im Mittelpunkt die Patientin und ihr gesundheitliches Wohlstehen und nicht ein von irgendjemandem programmierter Algorithmus. Das ist wichtig, weil ich aus den Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Wissenschaftlern schon mitnehme, das ist ein verunsichernder Faktor gerade im Diskurs. Und deswegen ist Politik wichtig, die sich dafür anbietet, das zu diskutieren, zuzuhören und zu informieren und aufzuklären.